So, jetzt muss ich aber flotte Lotte machen. 15 Schuss kann ich mir noch holen. Komm zu mir. Wo ist er denn? Mein Raketenkonsument. Wo bist du? Komm, komm, komm. Ich wurde getötet. Nein! Ist das zu fassen? Ist das zu fassen? Das Ganze jetzt nochmal von vorne. Nämlich gleich die Waffe hier. Damit ich sie wegschmeißen kann. Joho, tschüss. Bin schon weg. Bin schon weg. So. Rocket Launcher, da bist du ja. Es bebt hier wieder und ich höre keine Soundeffekte. Wie geil ist das denn? Nicht. Ist er schon da? Oh, da ist er. Ja, da kracht er halt mittendrin durch. Macht hier einen auf Krachten. Auf Christoph Krachten. Jo! Ich bin aber auch am Krachen. Ja, ich gehe mal wieder. Lieber hinten rum. Vielleicht kann ich ihn ja noch überraschen. Ja, da ist er gerade durch die Wand gekracht. Ja, ja, du. Dich kriege ich schon noch runter. Früher oder später. So. 6 Schuss noch. Wo bleibst du denn? Du musst doch hier irgendwo sein. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Ich habe noch genug Kugeln für dich, die ich gerne an dir rauslassen würde. Er blitzt schon wieder. Haha. Das ist doch das Symbol, dass es gut läuft. Noch 9 Schuss. Yes! Er ist platt. Ah, du. Du komisches Element-Dingsbums. Cyborg, keine Ahnung. Blut ist jedenfalls dran. Was mich sehr wundert. So, ein paar Raketen habe ich ja noch. Hebe ich mir aber auf für einen anderen. Wir haben ihn eingekesselt! Lasst ihn nicht entkommen! Hä? Wen habt ihr eingekesselt? Ach. Ist ja fein. Ihr nervt mich schon jetzt wieder. Wisst ihr das? Aber jetzt weiß ich zumindest wieder, wo es lang geht. Orientierung ist wiederhergestellt. Tja. Ihr habt den Großen gesehen, den ich erledigt habe, hä? Hier. Oh, Telefon. Mal gucken, was es da gibt. Sie haben eine neue Nachricht. Hier, Brett. Stellen Sie ein Team zusammen. Wir müssen die Quelle beseitigen. Ende der Nachrichten. Hm. Die Frage ist, was ist die Quelle? Um was geht es? Ob das Bild was zu bedeuten hat?
Wahrscheinlich nicht. Einfach nur schöne Deko. So, die Tür würde aufgehen. Es geht nur eine Etage tiefer. Gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Nicht, dass ich noch irgendwelche wichtigen Telefongespräche verpasse. Das sieht doch sehr suspekt aus. Nee, hilft nichts. Ich muss runter. Ich muss da jetzt runter. Oh, Medipacks. Bin ich eigentlich voll damit? Okay, die Kiste lässt sich nicht zerbrechen. Also ist da auch nichts Besonderes drin. Aber Checkpoint ist da. Was, wenn eine Sauerei hier wohl abgegangen ist? Ich weiß gar nicht, ob ich da rein will. Hier ist nichts. Es geht ja auch gar nicht auf. Tja, dann bleibt mir nur noch dieser eine Weg hier übrig. Ich hasse Schiebetüren, wenn sie so ein Geräusch machen. Ah, Medipacks, wie gesagt, voll. Oh, da, Telefon. Sie haben eine neue Nachricht. Hey, hier Davis. Ein hohes Konzerntier hat eben angerufen und uns befohlen, etwas zu vernichten, das die Quelle heißt. Sagt Ihnen das etwas? Ende der Nachrichten. Ich denke, wir sind gerade gut dabei, herauszufinden, was die Quelle wohl sein soll. Nichts hier drin. Oh, radioaktiv. Schön. Da strahlt doch das Herz. Verdächtig still. Hier geht's auch noch rein. Oh, immerhin etwas, das ich mitnehmen kann. Aber sonst ist da auch nichts. Sind wir sicher, was diese zweite Anlage angeht? Positiv. Wir haben es mit dem GIS erfasst. Schicken Sie sofort ein Team hin. Der Senator will, dass ich die Quelle persönlich hole. Ja, Mr. Morrison, ich erinnere mich an Ihre Bitte. Legen Sie sich nicht mit mir an. Wenn wir die Daten entschlüsselt haben, eliminiert ihn. So, sieht ja nicht gut aus für den einen Typen da. Was ist das denn? Proximity Grenade. Will ich gar nicht. Mal gespannt, wann wir den nächsten... Oh, hier auch Sauerei. Granate da hinten. Ich sollte auch öfters mit Granaten werfen, fällt mir gerade ein. Da, noch ein Telefon. Was ist da drin? Nichts. Bin ich noch gebückt, oder? Nee. Ich lauf gerade komisch, finde ich. Sie haben eine neue Nachricht. Hier, Brad. Ich will eines gleich mal klarstellen. Mit der Quelle spielt man nicht. Lassen Sie mich das machen. Und Sie tun so, als hätten Sie die Nachricht nie bekommen. Ende der Nachrichten. Tja, ich denke mal, das war nicht an mich gerichtet. Deswegen kann ich ruhig so tun, als ob ich diese Nachricht bekommen habe. Gut, langsam ergibt das alles etwas mehr Sinn. Ich bin im Firmenarchiv. ATC hat ein Projekt namens Origin an einem geheimen Ort in Oberon laufen. Aber es kommt noch besser. Es gab ein weiteres Geheimprojekt. Eine unterirdische Klonanlage. Lage? Auf der Insel draußen im Hafen. Koordinaten hochladen. Sie drei müssen zuerst dort Klarschiff machen, ehe wir zu dieser Insel können. Ich verwette meinen kümmerlichen Gehaltscheck, dass die dahin als nächstes gehen. Tja, und offensichtlich wir auch. Moment mal kurz, das war... Ja, doch. Eine rein logische Schlussfolgerung. Was ist eigentlich da drauf? Irgendwelche Werbung für Armored Chain. Es ist wunderschön. Ich kann nicht genug davon sehen. Weiter geht's.
Diese Tür ist verschlossen. Diese hingegen nicht. Oh. Auch mehr solche... Kann ich davon irgendwas mitnehmen? Combat Shotgun, Assault Rifle. Kriege ich dafür mehr? 45 Schuss? Bleibe ich lieber bei der. Würde mich aber freuen, wenn ich tatsächlich mehr Munition kriegen könnte. So, da, aktivieren. Da geht auch die Stahltür auf. Wir haben einen der Gegner identifiziert. Ein gewisser Gavin Morrison. Ich will, dass er in Gewahrsam genommen wird. Das heißt, ich will ihn leben. Ich will kein zweites Amarillo erleben. Amarillo? Das war ein Unfall. Amarillo? Was meint die mit Amarillo? Checkpoint Saving auf jeden Fall. Helft mir! Ich überprüf das. Roger. Ich trau mich gar nicht weiter zu gehen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich muss ja. Los, Leute, Bewegung, los! Runter! Er ist wieder da! Leute, in Deckung! Ich brauche Munition. Bericht. So, ich denke... Tja, von dem muss ich mich trennen. Ich krieg wieder Munition dafür. Und das brauche ich gerade ganz dringend. Munition. Munition. Sonst habt ihr nichts? Sammle ich eben noch ein bisschen von der anderen. Oh, Medipack. Das sieht mir doch verdächtig. Ich gucke mich erstmal noch ein bisschen hier um, bevor ich meinen Verdacht hier ausschöpfe. Aber so wie es aussieht, gibt es hier eh nicht mehr. Noch ein Medipack. Nein, hier gibt es definitiv nichts mehr. Ich bleib mal bei der Knarre. So, also auf in die Schlacht. Ja, wusste ich's doch. Mein Verdacht hat sich bestätigt. Rechts oder links? Gehen wir mal rechts gucken. Na, Cheese Poofs? Hat sich doch gelohnt, den Abstecher. Auch wenn ich nicht bekommen habe, was ich eigentlich wollte. Mehr Munition. Aber das ist auch gut. Da bin ich gar nicht sauer drüber. Nichts von alledem. Will er, dass ich mitnehme? Wie traurig ist das denn? ASP Rifle, Assault Rifle. Ich behalte das, was ich habe. Oh. So. Das war auch natürlich nützlich. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Schiebetür hier. Aber hier anscheinend auch irgendwas. Ich glaube, ich gehe erst durch die Schiebetür. Sofern ich das kann. Bin ich jetzt total blöd? Ich hätte mir den Weg dadurch sparen können. Na dann. Auf geht's! Gläserner Boden. Oh. Ja, ja, da läuft schon unten einer rum. Hallo. Na, wirst du wohl. Hat auch Hallo gesagt. Oh! Nachladen!
So, jetzt wird's aber wieder knapp hier mit der Muni. Hm? Wo bist du hin? Ach, du kannst auch noch klettern. Wo bist du? Ist noch einer von denen übrig oder was? Kann ich gut gebrauchen jetzt das Health Pack. Was ist das für eine Knarre? Ah. Keine besondere, aber recht nützlich. Da geht's nicht lang. Ich muss also runter. Schauen wir mal, ob hier nicht noch irgendwo einer von denen übrig ist. Darunter will ich jetzt jedenfalls nicht laufen. Da unten wär's auch. Da wär's auch lang nach unten gegangen. Hm. Egal, ich hatte die direkte Konfrontation. Was ist das denn? Ach, ein Leuchtfeuer. Nicht das. Ich wollte mich bücken. Wie weit ist mein Weg noch? Wie sieht es mit anderen Knarre aus? 15 Schuss. Gar nicht gut. Werde ich Ihnen noch mehr von denen begegnen? Erwischt! Tatsache! So! Dann wird wahrscheinlich noch irgendwo ein zweiter sein. Aber etwas Rüstung. Area 2. Hier geht's nicht lang. Ach, guck an, da unten ist er. Dich nehme ich auch noch mit. Ich nehme dich Stück für Stück auseinander. Das ist noch nicht Stück für Stück. Wo bist du, du Penner? So, so langsam wird meine Muni wieder alle. Neues über Morrison. Er ist ein Ex-NSA-Agent. Ziemlich wilder Typ. Vor einiger Zeit musste er wegen eines Skandals abtreten. Seither kümmert er sich um die schmutzige Wäsche der Reichen und Mächtigen auf Capitol Hill. Da geht's nicht lang. Was treibt er da hinten? Ah! Commander, ich brauche Hilfe. Hä? Mir egal, wie Sie das anstellen. Holen Sie mich hier raus. Er ist direkt hinter mir, verdammt! Morrison haut ab. Schnapp ihn. Okay. Tun, was ich kann. I'll do my best. Saving checkpoint. So schnell dreht sich das Geschütz nicht um. Commander, wo sind Sie, Gottverdammt? Was soll das bedeuten? Die Situation spitzt sich zu. Hab dich. So. Auf 6 Uhr. Mann am Boden. Verschwindet da. Brauche Unterstützung. Doch. Wie ist Ihr Status? Ich habe keine Ahnung.